Anthropologin Dr. Felicitas Goodman forschte an der Denison University in Ohio über Sprache, Rhythmus und Trancezustände. 1977 stieß sie auf jahrtausendealte Statuetten und Abbildungen in der Höhlenmalerei, die in besonders auffälligen Körperhaltungen dargestellt werden. Der Teilnehmer ist einerseits hellwach und konzentriert sich auf die Körperhaltung. Der Rhythmus begleitet ihn in eine tiefe innere Entspannung, wo er dem, was er erlebt, freien Lauf lassen kann. Gerade für junge Menschen ist das eine Möglichkeit, die Vielfalt ihrer Lebenskraft zu erfahren. Es ist eine fröhliche Stärke in mir gewachsen und die hat auch sicherlich mit diesen sehr lebenszugewandten Erlebnissen in veränderten Bewusstseinszuständen zu tun und vor allem im Weltbild des Schamanismus, dass ich ein Teil bin von diesen ganzen Erscheinungen von Sein. Viele Menschen suchen bewusst oder unbewusst eine Anbindung an die Quelle unserer Existenz. Das traditionelle Werkzeug der rituellen Körperhaltungen können wir jetzt wieder nutzen, um persönlich zu wachsen und den Herausforderungen der heutigen Zeit zu begegnen. Und wir gehen davon aus, dass jeder Mensch das Potenzial hat. Wir haben alle diese biologische Tür, die ist einfach angelegt. Und wenn ihr das Potenzial nutzt als Haltung, könnt ihr selber die Türen öffnen und ihr wisst selber, wo eure Hunde sind, wenn sie verlaufen haben. Oder ihr wisst selber, was ihr zu tun habt. Und das liegt uns am Herzen, dass wir Menschen dazu befähigen, dass sie sich erinnern, dass sie dieses Potenzial in sich tragen.